Ich will gar nicht zu viel verraten, aber in diesem Video sind so übertrieben viele spannende Sachen passiert. Geheime Räume haben wir entdeckt, geheime Admin-Items und ganz viele weitere Sachen. Deshalb unbedingt bis zum Schluss angucken, Leute. Und vielleicht schaffen wir sogar bald die 1 Million Abonnenten. Wusstest du übrigens auch schon, dass das Buch von der YouTuber-Insel 1 in 2 Wochen erscheinen wird? Also wenn du sagst, ey, ich will ein geiles Ostern-Geschenk haben, dann guck jetzt den Link oben in der Videobeschreibung an. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, wir dürfen wie immer keine Zeit verlieren. Es ist geisteskrank, was in den letzten Tagen wieder passiert ist, vor allem im Livestream. Aber Chaoslo hat zu mir gesagt, Sue, komm mal in meinen geheimen Bunker. Ich bin gerade anwesend, er müsste auch dort irgendwo vorne chillen. Ich mache gerade mein Intro, er wahrscheinlich auch. Und dann geht die Aufnahme hier direkt los, Leute, denn es wird geisteskrank. Wir wollen heute nämlich in diesen geheimen Bunker einbrechen. Es gibt viele neue Sachen, was wir euch erzählen wollen. Wir wollen viele neue Sachen vor allem herausfinden. Ich habe mein Inventar komplett geclearedenn ich werde jetzt einige Items von Flo zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn wir Glück haben, werden wir ganz viele neue Sachen entdecken, Leute. Ganz viele neue Sachen, die sich auf den Admin beziehen, Leute. Denn ihr wisst, das Unheil 0 ist höchstwahrscheinlich diesen kommenden Samstag, Freunde. Ich bin so aufgeregt. Lasst einen saftigen Like da, aktiviert die Glocke und wir gehen jetzt zu Flo. Um herauszufinden, was der böse Admin versteckt, okay? Und dazu habe ich mir den besten der besten Krieger, den Sue hier, dazu geholt. Hey, was geht, Chaosbruder? Yeah. Bizepsbruder meinte ich natürlich, nicht Chaosbruder. Ich weiß nicht, was dieser böse Admin da drin versteckt, ja? Vielleicht, das war schon meine Theorie letztens, vielleicht kann man da in Kreativ kommen. Weil der ist ja auch, der fliegt auch die ganze Zeit rum. Vielleicht kann man dort auch so ein Halb-Admin werden. Ich glaube zwar nicht, aber irgendwas. Guck mal, irgendwas muss er versteckt haben. Das ist das Ding. Ich habe auch schon überlegt und ich habe auch schon mit der Community geredet, was unter anderem da sein könnte. Und die haben gesagt, ja, ja. Ey, die vom Bizepsbruder-Clan, die müssten irgendeinen Weg herausfinden, wie wir da eindringen können und dann vor allem auch mit den Command-Blöcken umgehen. Und das ist halt das Ding jetzt. Und du meinst, es soll herkommen. Ja, das Ding, ich bin jetzt da. Das Wichtigste, ich nehme mal hier. Weil Command-Blöcke müssen wir auch irgendwie aktivieren können. Deswegen, ich crafte mal hier. Kann ich das nicht hier so machen? Ich crafte mal ein paar Schalter, damit wir die wirklich umlegen können und aktivieren. Okay, hast du genug Items, um Schalter zu craften? Ja, ich habe 7 Stück. Das heißt, wir können theoretisch die Command-Blöcke aktivieren. Ich habe komplett mein Inventar geklärt, ne? Dass wenn wir irgendwelche Items bei ihm finden, dass wir komplett alles full machen können. Okay, sehr gut. Und ich würde mal sagen, lass mal nach oben. Okay, lass uns raus. Und ich würde mal sagen, ich liege jetzt einfach deine geheime Base, okay? Mache ich jetzt einfach. Ich komme da nicht durch. Irgendwann später. Oh, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ehrlich? Weil das Ding ist, ja, was ist, wenn er uns alle Items wegnimmt oder uns killt und wir dann nicht mehr zurück können in den Bedrock-Bunker? Guck mal, das Ding ist, ich habe keine Ahnung, ob er das wirklich machen würde. Was ist los? Perfektes Timing. Tridon schreibt mir, er ist da. Und wo ist er? Dann sag mal, er soll direkt herkommen. Sag, er soll direkt... wir treffen uns direkt bei deinem Haus, bei deinem Melonenhaus, okay? Ja. Oh mein Gott, dann fehlt nur noch das Kian. Schon. Ey, wo ist Kian? Hallo? Nur noch Kian fehlt, dann sind die Bizepsbrüder hier vereint. Gott. Hallo Jungs, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Gut, und okay, dir? Wie geht's dir? Trida, du hast viele verpasst. Außerdem, dass erst du mal was verpasst. Was? Was hab ich denn verpasst? Sonst bist du eigentlich immer dabei und jetzt hast du so viel verpasst. Oh Mann, ey. Okay, Tridan, wichtig. Wir haben ein mögliches 5. Mitglied in den Bizepsbrüdern, aber nur vielleicht. Es steht noch fest. Steht noch nicht 100%ig fest. War das jetzt Statistik oder was? Nee. Komm rein. Okay. Bro, jetzt doch nicht dein Ernst. Wir reden doch hier nicht von Statistik. Ja, deswegen wollte ich. Tridan. Ja. Wir haben möglicherweise die erste Bizepsschwester. Bizepsschwester. Wow. Das steht noch nicht fest. Oder was? Nein. Easy Cheesy vielleicht. Aber Moni könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, ne? Die war heute wieder da. Hey, wie cool ist das denn? Okay, aber das Ding ist, wir müssen noch eine Abstimmung und eine Prüfung machen. Wir müssen uns auch überlegen, du hast ja eine krasse Prüfung hinterlegt. Die war geisteskrank. Wir müssen uns was für sie überlegen. Vielleicht was anderes. Ja, du hast recht. Das Ding ist, sollen wir wirklich auf Full PvP gehen bei ihr? Ich kann mir vorstellen, vielleicht können wir bei ihr irgendwie auf Kreativität gehen, dass sie für uns was bauen muss. Oh, vielleicht, dass jeder in den Bizepsbrüdern so eine Rolle hat. Ich bin so der Stratege, ich mache so Fallen und sowas. Tridan und... Ich weiß, Hugh, was ist deine Stärke, würdest du sagen? Ich bin der Gutaussehende. Nein, Spaß. Nein, ich bin der goldene Baron. Warum lacht ihr? Ich bin unser... So der Fernkämpfer. Oh, stimmt. Du bist vielleicht der Bogenschütze. Kian ist, glaube ich, auch Bogenschütze, aber Kian... Vielleicht, ich weiß nicht, was ihm besser liegt. Ich meine, ihr könnt doch alle einfach Krieger sein, in dem Sinn. Tridan ist unser Schwertkämpfer.
Ja, ich musste ja eine PvP-Prüfung gegen Flo machen. Und Easy wäre dann unsere Bauerin. War? Ich weiß nicht, ob sie da so zustimmt. Warum? Das ist nicht so schön. Nein, Tio, ich hab's. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair gegen wir. Easy könnte so der Köder sein. Der Köder? Oh. Ja, aber jetzt ehrlich, so, sie ist so ein Mädchen, vielleicht kann die so ein bisschen so auf unschuldig machen. Oh mein Gott, das ist eine und gute Idee. Und wir schleichen uns an, verstehst du? Bro, stimmt. Du hast mich gerade auf eine richtig krasse Idee gebracht. Stellt euch mal vor, der böse Admin verliebt sich in Easy Cheesy. Nein. Wahrscheinlich. Das war geisteskrank. Und dann können wir den bösen Admin zu alles zwingen, dass er endlich aufhört, böse zu sein. Das ist eine krasse Idee. Geisteskrank die Idee, oder? Lass uns demnächst aber mit dir absprechen. Ich hab da eine coole Idee. Okay, Tridan, du weißt gar nicht, was abgeht, gell? Ja, erzähl mal ein bisschen, Jungs. Okay, Tridan, du warst, ich hab mitbekommen, komm erstmal, hier sind überall so Augenschilder, weißt du was dazu? Ja, das hab ich schon gesehen, ne, ich hab keinen Plan, wer das war. Aber das soll nicht Tobi gewesen sein, das weiß ich. Ich hab gehört, du warst schon mal in dem Bedrock-Bunker vom bösen Admin drin, oder? Mit ja, genau. Taktik. Die Taktik, die du uns allen verraten hast, da hab ich das. Ja, aber Tridan, du hast nicht Command-Blocks aktiviert dort drin, oder? Nee, nicht wirklich. Nee, nur dieses. Weil ich hab Scheit damit, wir wollen das heute probieren. Ich hab nämlich das Gefühl, da gibt's irgendwas. Was er noch uns verheimlichen will. Haben wir eigentlich noch weitere Zitrusfrüchte? Ja, ich hab noch welche mal in der Chest. Was ist richtig? Zitrusfrüchte? Zitrusfrüchte. Ja. Dankeschön. Also, das Ding ist, als ich da drinnen war, meinte er zu mir, so kannst du bitte ein paar zurückschauen. Er hat mich ertappt dabei, ja. Er meinte zu mir, dass da noch was verborgen liegt, was wir noch gar nicht gefunden haben sollen. Was? Also, da muss noch irgendwas anderes sein. Und ich hab geguckt und ich hab nichts gefunden. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe mir mehrere Ideen überlegt, okay? Ich habe nämlich einmal kurz das Innere gesehen. Du hast, glaube ich, auch Tridan, oder? Was habe ich gesehen? Wie es drinnen ausschaut in dem Raum. Ach so, ja, genau. Das sind jetzt diese ganzen Enderrahmen und so. Nee, es ist Lavaboden, gell? Ja, ey, Jungs, wir gehen hier ganz gechillt hier am Alpha-Clan vorbei. Nicht, dass gleich irgendwie da was passiert. Bro, wir nehmen die auseinander. Du weißt doch, Stu, wie wir immer kämpfen. Ja, stimmt. Ja, es geht nicht darum. Ich habe keinen Bock, dass sie uns folgen. Darum geht es mir nämlich gerade. Weil wenn die uns folgen, nerven die uns dann die ganze Zeit. Ja, stimmt. Lass uns mal einfach hochgehen, so schnell es geht. Ja, die haben uns zum Glück gerade nicht gesehen, weil die wahrscheinlich mit Farm oder so beschäftigt sind. Weil Kursfruchteinbruch ist eine Variante, aber wart ihr mal dabei? Ich glaube nicht. Wisst ihr, wie man auf den Nether Roof kommt? Also oben, über den Bedrock? Also hab ich noch nie ausprobiert. Ich hab's bei Ryan nie mal gesehen. Nee, das gibt auch so einen anderen Takt mit TNT und mit so anderen Stuff. Ja, du kannst auch Bedrock so abbauen mit dem Glitch. Das habe ich aber. Ja. Da musst du aber schon oben sein. Ja, genau. Ich habe den Nether Roof richtig oft benutzt. Kian habe ich es mal gezeigt. Mit der Leiter und der Perle kommst du durch einen Bedrock durch, nämlich. Okay. Das könnte man auch machen von unten unter dem Bunker. Aber das Ding ist, unten ist Lava. Unten ist Lava, okay. Und dann perlen wir uns in die Lava wahrscheinlich. Ja, ich habe Feueressenztrank noch in der Chest zur Not. Okay, lass mal ganz kurz schauen. Lass mal ein bisschen drüber reden. Jungs, wie immer, ganz langsam. Haus, ne? Genau, wir können nicht einfach so einbrechen. Lass erstmal gucken, ob er hier ist. Tobi, hörst du uns? Hallo? Zeig dich! Tobi, wir haben ein Angebot für dich. Komm her. Die Enderkiste fasst lieber nicht an. Ja, guck mal, weil unsere Taktik ist jetzt, wenn er uns jetzt hört, dann müsste er jetzt kommen. Wenn er nicht kommt, heißt das, er ist nicht da. Bro, das Ding ist, ich kann mir gut vorstellen, dass er schon die ganze Zeit weiß, dass wir anwesend sind. Er hat doch bis jetzt jeden Schritt von uns verfolgt. Er hört uns doch safe. Danke dir. Hast du darüber nachgedacht, was ist, wenn es sein Plan war, dass wir einbrechen, wenn er uns dazu führen wollte? Und das ist das, was ich letztes Mal dir auch gesagt habe. Überleg mal, das Ding ist, dieser Junge ist nicht blöd. Dieser Junge ist nicht was, blöd. Wenn wir jetzt in seine Falle er will laufen. Das wahrscheinlich, dass aber wir genau das machen. Was ist, wenn das gar kein Junge ist? Was ist, wenn das eine Gruppe ist? Ich habe schon nämlich die Theorie gehabt, dass sogar Tobi aus mehreren Leuten besteht. Deswegen. Ja, hast du schon mal mehrere Tobis auf einmal gesehen? Nee, oder? Nee, aber stell dir mal vor, das ist so eine Hackergruppe und weshalb die dann die ganze Zeit immer 24 Stunden, 7 Tage die Woche uns bewachen. Deswegen, Bro, der ist es macht ja keinen Sinn, dass er immer da ist, wenn wir da sind. Es macht keinen Sinn, verstehst du? Ja, aber dass sie sich alle gleich anhören? Ja, aber vielleicht haben die einen Chef oder mehrere. Ey, ich keine Ahnung. Okay, Tridan, wie hast du es gemacht? Einfach hier? Was ist, wenn wir irgendwo anders landen? Oder in der Lava? Ja, nee. Ich habe kein Wasser mit. Das kann, glaube ich, nicht passieren. Ich habe Wasser mit zur Not. Alles gut. Alles gut. Einfach ausprobieren. Geht das eigentlich kaputt, wenn ich das mit der. Nee, es geht nicht kaputt. Ich hab's bis dahin gebaut. Und wenn ich das in meiner Hand halte, habt ihr auch Licht dann oder habt ihr kein Licht? Mit dem Shader hast du es, ja. Nee, ich seh alles cool, okay. Okay, top. Boah, okay, alles klar. Oh, ich bin ein bisschen nervös, ich bin ehrlich. Ich bin nicht nervös, denn... Tio, und Tridan, wir haben was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Oh mein Gott, gut, dass mir noch einfällt. Oh, was denn?
Wir haben vergessen, dem Video ein Like zu geben. Oh Like, Leute, für die Bizeps-Brüder. Und mich zu abonnieren. Mann. Leute, abonniert uns alle. Ich bin bei 88k tatsächlich. Das heißt, Trinan muss die 100k kriegen, ja, und Folge machen. Ja, weil Jungs, steht ganz knapp vor 1 Million und Trinan von den 100k. Ja, oh, und du bist bei den 1,7 fast. Ja, Mann, ja, deswegen alle abonnieren. Abonnieren, Glocke aktivieren, monetarisieren, favorisieren. Jungs, seid ihr bereit? Seid ihr bereit zu essen? Oh mein Gott, let's go. Stu, komm rein. Momentane Teleportation. Also ich bin drinne, Jungs. Wo seid ihr? Ich bin auch drinne. Was? Ich bin irgendwo. Ich bin am Rand. Hä? Bist du sicher? Also ich höre dich. Du musst noch mal probieren. Hallo? Du musst noch mal probieren. Ich bin drin. Ja, wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich war noch nie drin. Ist Ridan da? Ich bin bei der Lava. Das sind Barrier-Blöcke hier, Jungs. Was heißt das? Oh, das heißt, das sind unsichtbare Blöcke, die nicht kaputtbar sind. Das geht nicht. Hast du das Licht gerade? Ich hab das Licht aus Versehen gerade platziert, das wollte ich gar nicht. Was soll ich das jetzt zurückgehen? Wäre super nett. Wait, Jungs, check dir das gerade, wir sind gerade im Bunker drin. Ja, Bro, hier sind Command-Blöcke. Das Ding ist, wir können aber leider nicht drauf zugreifen im Survival-Modus. Dann warte mal. Ich hab gesehen, den Admin, er hat nämlich die Tür geschlossen. Ich glaube, mit dem hier hat er dann geschlossen. Das heißt, was macht das? Ja, das macht das wieder zu. Ja, genau. Auf und zu. Ja. Rechts ist auf, links ist zu. Ja. Also, das hast du noch nicht gesehen gehabt, oder wie, Flo? Ich hab gesehen, wie er das benutzt hat, aber ich hab's nicht selber benutzt. Ah, okay, wir hatten das nämlich auch schon ausprobiert gehabt mit Trinan, da warst du nicht anwesend. Mhm. Und was mit denen hier? Das ist keine Ahnung, was das ist. Das Ding ist, so weit sind wir auch gerade, also wir sind in der letzten Woche genauso weit gekommen. Mehr Informationen haben wir hier nicht herausgefunden, leider. Weil guck mal, ich hab mir auch diese eine Stelle, wo ich reingesehen habe, hier oft angeguckt. Das sieht aus wie eine Null. Ihr habt ja immer auch diesen Violent Obsidian und so Zahlen bei euren Unheilen. Ist hier irgendwas? Ah ne, okay, hinter dem Obsidian ist auch nur Badrock, Jungs. Da ist nix. Schade. Tobi, hörst du uns? Was Zeig mal, wie hier? Es hier weitergeht. Was, wenn das hier ein Portal ist? Weiß ich nicht. Warum sollte das ein Portal sein? Dann müsste ja in der Burg theoretisch ja auch ein Portal sein. Stimmt. Ich hab ne Idee. Komm her. Okay. Ich denk die ganze Zeit, ich fall in Lava rein. Was hast du gerade gemacht? Ich hab den Block hier aktiviert. Wie hast du den aktiviert, Bro? Ich glaube, jeder auf dem ganzen Server kriegt das. Guck mal, Ryan schreibt auch gerade schon, was ist das? Was ist das, hä? Alter, jeder auf dem Server kriegt das. Als ob jetzt jeder gerade diese dunkle Sicht hat. Das können wir hier steuern. Ja, was passiert denn? Okay. Oh mein Gott, ist das dunkel. Niemals hätte der böse Admin uns das hier machen lassen. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass wir da sind. Aber, Bro, wie hast du das denn aktiviert? Klickst du da einfach rauf, oder was? Nö, ich habe einen Schalter. Das sind die Schalter. Ach du... Oh mein Gott. Bro. Ey, pass ein. Okay, das dürfen wir nicht benutzen. Ich will das auch nochmal ausprobieren. Okay, mach mal. Sicher, ey, macht sich Damage? Das ist immer bei mir! Ey, das ganze Flo wird attackiert dadurch! Oder ein zufälliger? Flo! Stopp, was machst du denn? Er tötet mich aber! Nee, ich wollte das ausprobieren, sorry. Warum tötest du einen Bizeps, Bruder? Was ist mit dir los? Nee, ich wollte kurz ein bisschen Spaß hier machen, aber anscheinend haben wir mit dem Hebel... Warte, das heißt, dieser Block ist einfach für Chaos, Flo. Vielleicht finden wir einen weiteren Block für dich oder für mich. Das ist Darkness für alle. Nee, oder weil ich das Junge Ryan so verwirrt. Ryan, ich rede nicht von dir. Ryan, der Arme. Schreib mal nichts. Okay, Jungs. Ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten. Links oben oder rechts oben? Was lass mal links oben. Lass mal links oben wieder. Wir haben jetzt links, rechts. Wir machen wieder links, rechts. Was war das? Was passiert hier? Ist irgendwas aufgegangen? Hey, warte mal. Wart ihr nicht gerade noch Blöcke? Nee, hast du die abgebaut? Ich glaube nicht. Hey, warte. Habt ihr die wirklich abgebaut? Ich hab die nicht abgebaut. Ich hab nicht meine Spitzhacke mitgenommen, Jungs. Also ich hab nichts damit zu tun. Ich bin unschuldig. Das ist genau dann passiert, dass du das umgehst. Oder hast Schau mal. Ja, das Herz ist verschwindet. Deswegen? Das macht gar keinen Sinn. Mach mal nochmal. Ich hab das gerade nicht gesehen. Aber verschwinde ich dann auch, wenn ich hier stehe, oder was? Bau mal Blöcke hinter. Ja, warte, ich platziere welche. Ich platziere einfach mal so, warte. Zack. Oh nein, ich wurde gefallen. Zack, so. Ach, nur die mittleren. Nur die mittleren, ne? Ey, das ist ja so gruselig. Oh mein Gott, ist das gruselig. Hören das jetzt alle oder nur wir? Das wäre richtig komisch. Ich glaube, alle hören das. Überleg mal, nicht jeder von denen schreibt ja in den Chat, weil die sind ja wahrscheinlich selber mit, keine Ahnung was, beschäftigt. Und was passiert aber rechts oben? Was ist das? Komm, ich mach Ryan immer wieder dunkel. Der Arme. Alles wird gut. Die Arme.
Ey, oder jetzt, eins haben wir noch. Überleg mal, jetzt verstehe ich, warum der böse Admin diese ganzen Spiele mit uns macht. Das macht ja voll Spaß. Ich habe gerade auch voll Spaß dabei. Es ist offen, Jungs. Ach, grüne Neune. Nein. Ey, da können wir nicht reingehen. Jungs, da können wir nicht reingehen. Ey, wir sind so blöd, dass wir diese Idee nicht... Ich hab gehört, dass es ein Portal ist. Flo, wirklich, ich küsse dein Herz, dass du diese Idee bekommen hast. Nein, Jungs, wir müssen überlegen. Das ist gerade wirklich ernst. Wollen wir da wirklich reingehen? Das können wir doch nicht machen. Was ist, wenn da drin irgendwie, keine Ahnung, vom bösen Admin die Mutter ist oder so? Digga, das wäre gar nicht gut. Familie. Wisst ihr, ich habe nur eine Familie. Angst, eine Sorge gerade. Und zwar, ich habe hier meine Full Netherite-Rüstung und ihr auch. Sollten wir vielleicht die wegpacken? Ja, noch 5 Stück. Ja, dann passt das ja. Wenn es schlimm wird, einfach essen. Ich glaube, dass du hast eine Chance, dass wir rauskommen dann. Ja, safe. Weiß ich ja nicht, aber okay, lass uns mal ausprobieren. Wisst ihr was, kommt, wir sind zu dritt hier, wir sind die Beatles-Brüder, wir riskieren es einfach. Alter, das ist so ein Wendel, grüne Neune, was ist denn das hier? Oh, ich hab Angst, dass gleich irgendwas raus. Hier weggeht und wir fallen eine Milliarden Blöcke runter. Wie spannend ist das bitte hier gerade? Ich hab Totem und Trieder, du warst hier noch nicht unten, oder? Nein, das, Bro, ich hab, das meinte der Admin doch damit. Hier ist doch was versteckt, das meinte er damit, Bro. Das ist gerade das erste Mal, dass wir sowas alle sehen. Tridan, wieso sind wir nicht auf diese Idee gekommen, als du mir hier diesen Platz gezeigt hattest? Ich weiß es nicht tatsächlich. Einfach ein Hebel hat Flo benutzt und zack, direkt ein neues... Hier ist was. Da ist Lava, ich sehe Lava. Nein. Wie tief geht das hier bitte runter? Hier steht die... Was? Warte mal, was ist das? Ich dachte, das ist Rüstung. Wäre. Warte mal, was Achtung. Ist das bitte für eine Rüstung dort? Es könnte sein, dass hier ein paar Blöcke irgendwo fehlen und wir in Lava fallen. Das ist wie so ein... Aber Jungs, hier sind nochmal 2 Command-Blöcke, guck mal. Oh mein Gott, Leute, was ist das? So, guck mal, wir haben hier 2 Command-Blöcke. Was haben wir hier noch, Flo? Ruhig. Warte mal. Du kannst mir nicht sagen, dass Tobi gerade keinen Wind davon bekommen hat. Ich mach mir gerade, warte, mein Inventory ist voll. Mach mal ein bisschen Platz, ja. Gott, wir haben hier 2, aber ehrlich ist... Ja, das Ding ist, wir haben halt auch... Ich habe auch diesen komischen Block gespammt, auch mit dem Sound. Ich sollte mal lieber einen Totem in die Hand nehmen, statt diese... Guck mal, hier sind ja so Barrier-Blöcke, aber man kann von außen rangehen. Wait, warte mal, Stu, was ist das für eine schwarze Rüstung? Das ist nicht Netherite. Was für ein Material? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Was ist das für eine krasse OP-Rüstung? Ist das die Admin-Rüstung oder was? Das ist eine Rüstung, die stärker als Netherite ist. Das kann doch nicht sein, das gibt's doch gar nicht. Nee, guck, das ist einfach eine schwarze Rüstung der Finsternis. Bro, sag nicht wieder Finsternis, ich bin gerade davon los. Und jetzt sagst du wieder Finsternis, oder was? Ich klick mal das Buch an. Ey, was war das da drinne? Warte mal, lass mich Jungs. Das nachlesen. Nee, da war was im Bilderraum, was ist das? Es ist dieser, ich glaube, das ist dieser Ultra-Feuerwerkbogen, mit dem hat er Snoop in einem Hit gekillt und seine Rüstung in einem Hit zerstört. Warte mal, ist was? Das diese legendäre OP-Rakete? Pass auf. Du hattest die doch schon mal, ist das die gleiche? Ich glaube schon, das ist die Kamikaze-Rakete. Ich glaube, wenn ich das schieße, ich weiß nicht, was die Range ist, dann sterben wir alle und unsere Rüstung geht in einem Hit. Oh nein, bitte nicht. Bro, bitte riskier das nicht. Ich habe erst jetzt meine Rüstung wieder komplett repariert. Ich lese das Buch. Nun am Ende eurer Reise, nachdem ihr euch selbst besiegt und wiedergefunden habt, könnt ihr euch mir stellen. Allerdings müsst ihr dafür endlich eure Uneinigkeiten hinwegsehen. Nur dann werdet ihr eine Chance haben, das Ende zu verhindern. Warte mal, das Ende? Bro, redet er gerade über das Unheil 0? Hier sind gerade viel zu viele Informationen. Ach, du grüne Neune. Aber was für eine Nachdem ihr euch selbst besiegt habt, meint ihr die Kriege zwischen Alpha-Klon und Beatles-Brüdern? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wie, nachdem wir uns selbst besiegt haben, ist das echt. Warte mal. Jungs! Siehst du gerade was hier? Was hat der hier reingemacht? Ich habe extra nichts angefasst, weil ich gerade wirklich. Ich sitze vor meinem Bildschirm und mein Mund ist 2 Meter gerade aufgegangen. Was ist das? Da war ein Stack and Crystals. Wir haben da einen Barrier-Block und einen Bedrock, Jungs. Jungs, ich dachte, wir nehmen nichts raus. Guck mal, was ich hab. Bro, das ist... Jungs, wir haben da drin eine ganze Netherite-Rüstung, eine Backup-Rüstung. Habt ihr gerade alles rausgenommen? Ich hab nichts rausgenommen. Ich dachte, die Bizeps-Brüder teilen miteinander. Ich wollte es nur anschauen. Flo hat das alles genommen gerade. Ja. Ich guck mir das auch mal kurz an. Bro, das ist ein Stack End-Crystals. Ach, du grüne Neune, das ist Bedrock und Barriere. Nicht platzieren. Nee, mach ich auf gar keinen Fall. Ich pack das wieder rein. Warte mal, eine Sache will ich kurz checken. Warte mal. Enderkristalle. Kann man... Nee, Leute, guck mal, das ist alles zu. Da kommen wir nicht dran. Ah, warte mal. Vielleicht... Ey, Flo, du kannst doch irgendwie... Irgendwie können wir da rankommen, Bro. Du hast doch schon eine Idee. Jungs, ganz kurz. Nee, aber komm, das Buch ist risky. Ganz kurz, Jungs. Machen, Jungs. Ja? Er hat dieses Buch ja extra platziert. Das heißt, er wollte, dass jemand hierher kommt. Checkt ihr das?
Sonst macht das doch gar keinen Sinn. Er hat hier noch gelegt, bevor man es bei einem Unheil findet. Like, als ob das hier so die sein Bunker ist, bevor er das verteilt. Guck mal, der zweite Part des Buches. Allerdings müsst ihr dafür endlich über eure Uneinigkeiten hinwegsehen. Meint er wieder diese Uneinigkeit zwischen Alpha Clan und Beastars Brüder oder was meint er damit? Leute, das ist geisteskrank. Also wirklich, er meint, dass wir was hier gerade am Start ist, das ist nicht normal. Und dann meint er am Ende, wir müssen das Ende verhindern. Der Typ wollte, dass wir hierher kommen, zu 100%. Ihr euch selbst besiegt der böse Edmund wollte, dass wir hierher kommen, Freunde. 100%. Alles ist geplant. Alles ist geplant, Mann. Job mal. Alles. Ich habe jetzt noch einen Strukturblock, hier. Ich glaube, ich weiß, was der Text heißt. Oh mein Gott, einfach ein Strukturblock. Achso, das war dieser Strukturblock, der hier drin war, ne? Darf ich das auch mal sehen? Vergesst nicht, Jungs, wir haben hier noch zwei Command-Blöcke. Ja, warte mal, eins nach anderen. Guck mal hier, Tridan. Gott, Alter. Nachdem ihr euch selbst besiegt und wieder gefunden habt, du warst doch infiziert. Und dann hast du dich selber wieder gefunden, jetzt bist du wieder heil. Ja, glaub euch das mal, Jungs. Behaltet ihr lieber das Item. Du warst ja auch zwischendurch so richtig mad, so richtig angefressen. Weißt du noch? Ich war übertrieben sauer, safe. Ja, vielleicht meint er das, dass wir uns wieder gefunden haben. Ja, jetzt können wir uns ihm stellen. Aber wir müssen über die Uneinigkeiten hinwegsehen. Also waren die Uneinigkeiten das zwischen den Bizeps-Brüdern? Ich glaube beides. Jungs, wir müssen, glaube ich, viel weiter zum Horizont quasi denken. Oder wie man das sagt. Das Ding ist, er hat doch immer bis jetzt immer irgendwie gut und böse dargestellt. Und ich glaube, er wollte uns damit eine Lektion erteilen bis jetzt. Alle diese Unheile basierten darauf, auf gut und böse. Vielleicht will er damit sagen, dass beim allerletzten Unheil wir irgendwie gegen uns selbst oder so kämpfen müssen und dann der wahre Edmund zum Vorschein kommt. Irgendwie so, ich hab keine Ahnung. Was hast du da gemacht? Bro, ich will gucken, ob ich irgendwie... Ich will diese Rüstung... Ich will gucken, was das ist. Mich würde es auch interessieren, was das für eine Rüstung ist, das Schwarze. Ja, wie kriegen wir denn bitte hin? Guck mal, wir haben entweder mit kann man sich irgendwie mit Enderperlen durchbuggen oder mit Kurus. Ist ein voller Block, mit dem geht's nicht. Ja, dann haben wir halt hier noch zwei Command-Blöcke, die wir austesten können. Okay, es ist ein weiter Umweg, okay? Aber es würde theoretisch gehen, wenn wir uns von unten... Wir müssen halt die Lava dann einmal removen. Wir können uns einmal durch den Boden perlen und dann nochmal durch den Barrier-Block. Wollen wir es auch mit Torusfrüchten mal probieren, gucken, ob es klappt? Nee, dann bist du instant draußen und dann kommst du nie wieder ran. Sicher? Soll ich das mal probieren? Trainer, willst du es probieren? Ja, okay, aber wenn ich da draußen bin, dann kann ich ja wieder reinkommen, oder nicht? Ja, wenn du noch genug Frostfrucht hast, schau ich mal hier ran. Okay, ich probier's jetzt, okay? Tridan. Komm, vielleicht findest du einen neuen Ort oder so. Ja, ich bin hier. Stimmt, vielleicht geht's noch weiter im Bunker. Oh, nee, guck mal. Ich riskier's jetzt auch einmal. Das klappt nicht, Jungs. 3, 2, 1 und... Nein. Nee, das wird nichts. Was, wenn ich mal oben drauf stelle? Guter Plan. Ich glaube, es geht nicht, weil hier ist ein Rüstungsständer. Ich glaube, das heißt, da ist was im Weg. Oh Mann, schade. Warte mal, vielleicht hier hinten irgendwie. Warte, ich hab eine Idee. Wer diese Blöcke? Warte, kann ich was mit den Blöcken machen? Ich kann den nicht mal platzieren. Wir könnten den Barriere und Barriere und... gib mir mal den Bedrock. Ich hab nichts genommen. Nee, ich hab nichts. Die sind doch alle da drin. Bedrock ist eine Kiste. Das könnten wir platzieren, theoretisch. Aber was bringt uns das? Das bringt doch gar nichts. Wir können es auch. Warte mal, bring uns ein Badrock irgendwas gegen Alpha Clan. Aber Netherite-Items drin, das macht gar keinen Sinn alles. Verzauberte Bücher. Wenn es eine Falle ist. Denkt, das ist ein Test? Jungs, ich bin immer noch der Meinung, zu 100%, ich bin der Meinung, er weiß das. Ich bin mir ganz sicher, er sieht uns gerade. Und er will vielleicht gucken, ob wir wirklich klauen, wie du gerade gesagt hast. Warte, ich wollte Automatblöcke. Warte, bevor du was machst, Flo. Was ist, wenn der Rechte dafür zuständig ist, dass wir die rechte Rüstung bekommen und der Linke dafür zuständig ist, dass wir die linke Rüstung bekommen? Guter Punkt. Seid ihr bereit? Warte mal. Das erinnert mich an was. Ich hatte meine allererste Begegnung mit dem bösen Edmund war nämlich, ich muss mich zwischen Leben und Tod entscheiden. Stimmt. Also wieder eine Entscheidung von ihm. Leben war links und Tod war rechts. Guck dich mal die Rüstungen an. Links steht für Leben, weil das ist eine Rüstung, die wir kennen aus der lebenden Welt. Und rechts vielleicht eine Rüstung aus dem Totenreich. Bro, die Rüstung sieht echt geil aus. Also aus der Unterwelt oder was? Oh, ja, keine. Ja, guck dir die an. Die ist echt heftig, Jungs. Vielleicht aber ist das einfach ist Leder. Nicht, kann das einfach Leder sein, was das schwarz angemalt hat? Ist es offen? Nee, gar nichts. Ist doch vielleicht von oben? Nichts passiert. Nee, oben ist auch alles zu. Was war das wieder? Als ob das alle hören, Mann. Bro, das hört einfach jeder, der gerade online ist oder was. Und der arme Reini, der kennt sich auch so gut eigentlich aus mit allem und sogar er hat Angst. Checkst du das? Okay, soll ich das mal aktivieren? Warte mal, Reini, komm mal.
Warte. Hinter dir. Gut. Ich. Leute, Leute, warte, ich schreibe auch nochmal was. Ich habe ja, Angst. Jungs, soll ich den betätigen? Okay, mach. Also wenn das ein Sound war. Also wir wissen es nicht. Es kann sein, dass das auch was geöffnet hat, vielleicht woanders auf der Insel. Vielleicht müssen wir wieder hoch und da oder oben ist jetzt. Oder wir sind jetzt eingesperrt! Nein, das wär's jetzt. Ach du grüne Leute. Lass mal nochmal hochgehen. Vielleicht ist oben jetzt irgendwas passiert nochmal. Aber haben wir jetzt rechts nochmal alles betätigt gehabt? Den Block, nee, den nee, du. Nee, ich kann ein Block fehlt. Ich schick. Ey! Was war das? Ich wo seid ihr? Ey, das ist zugegangen. Das war das Sound für das Tor, dass das Tor zugeht. Ich hab grad nichts gemacht, Jungs. Nein, ist jetzt alles unten zu oder was? Ich glaube, wir haben Chorusrüchte, Jungs. Alles gut, wir haben Chorusrüchte. Okay, sag mal. Ist es wirklich zu oben jetzt? Das war der Sound, dass es zugeht. Ja, ich bin mir sicher. Nee, es kann ja nur der Sound sein. Geh mal hoch und schau mal. Okay, aber dann betätigt nicht diesen Knopf, ich will das sehen, ja? Hey, warten kurz. Okay. Wartet kurz auf mich. Okay, Leute, ich gehe hoch. Ich habe Angst, nicht, dass gleich ist was passiert. Oh, Tobi, ich habe nichts damit zu tun. Tobi, wenn was du das siehst. Was mit der Rüstung? Soll ich die einfach mitnehmen, Jungs? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn du Platz hast, nimm einfach. Ja, ich nehm einfach die Rüstung jetzt mit. Okay, schwer. Jungs. Nein. Was? Ist Tor zu, Bro? Nein, es ist wirklich zu. Hört ihr mich noch? Ich hab's doch gesagt, Bro. Das war das Sound, dass das Tor zugeht. Aber wir haben noch nicht Früchte, das Außen Jungs. Oder das Innen? Alles, also ich kann nicht mal sehen, wie wir reingekommen sind. Alles ist zu. Wir können da nicht mehr lang. Komm runter. Wir müssen das Gate aktivieren. Es ist wirklich zu, ich lüge dich nicht an. Also in so einer Situation würde ich dich wirklich nicht anlügen. Es ist wirklich zu! Er glaubt mir nicht. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind mit deinen Augen sehen. Flo, ich sag dir ehrlich, ich habe gerade Angst, nicht, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Nee, warte mal, also Kursflug, die haben uns ja nur hin und her geportet, oder? Die haben uns nur hin und her. Ich habe nur noch zwei, wie viele Früchte habt ihr? Ja, aber Perlen bringen ja auch nicht so viel, oder? Wir haben noch einen Command-Block. Vielleicht öffnet der hier den nächsten Raum. Okay, Jungs, seid ihr ready? Oder also wir haben Zugang. Lass einmal noch Ryan Angst machen. Okay, jetzt geht's. Okay, seid ihr ready? Ganz kurz, Leute. Auch wenn jetzt, stellt euch mal vor, wir kriegen jetzt vielleicht irgendwie die Möglichkeit, diese Items zu nehmen. Wollen wir dann wirklich diese Items nehmen? Aber wie denn, Bro? Achso, nee, das meinst du? Nee. Assume, das könnte eine Prüfung sein. Wenn wir es nehmen, verlieren wir vielleicht. Mm. Egal, aktivier es. Egal, was passiert, Leute. Ich würde sagen, ich mach's einfach, Jungs, okay? Mach. 3, 2, 1, go. Ey, wo bin ich? Hä? Wo sind wir? Hä? Ich falle. Es rendert nicht. Nee, wir fallen gar nicht. Wir sind in einer anderen Welt. Ich bin unter euch, Jungs. Hä? Ihr seid über mir. Ich bin unter euch. Es rendert nicht. Jungs, wir sind auf Höhe 4000. Warte mal. Ach, wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft 4000. Ach, du grüne Neune. Wir fallen gerade langsam. Doch, jetzt falle ich schneller. Ich falle schneller, Jungs. Hä? Können wir Elytra benutzen? MLG, macht MLG! Okay, ich riskiere MLG zu machen. Okay, Machen wir Water MLG? Totem. Hast du ein Totem in die Hand genommen? Ja, hab. Ey, wir fallen aber gerade. Wir können doch eine Chorusfrucht nehmen. Chorusfrucht bringt uns, glaube ich, auf den Boden. Sicher? Ich will lieber so fallen. Vielleicht landen wir dann auf irgendwas. Ich hit den. Okay, wir machen alle MLG, kommt. Ich hitte. 1000 Blöcke noch. Ja, ey, das ist krass. Junge, wie crazy, was? Leute, oh mein Gott, ich fall gleich runter! 500, 400. Jungs, wir sind gleich auf dem Boden, Ich seh's! Hey, oh mein Gott! Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's nicht geschafft. Mir hab ich Geld nicht geladen. Tobi ist hier! Was, wo? Ich seh'n. Nein. Tobi hat uns die ganze Zeit angeguckt. Okay, jetzt haben wir... Was willst du? Wirklich, ich will das nicht mitkriegen? Ich hab's gewusst. Warte mal, Jungs, mein Bedrock ist weg. Nein. Stimmt, du hast die Items mitgenommen gehabt, ne? Und ich hab, die Netherite-Rüstung ist auch weg. Ich hab zum Glück nichts mitgenommen. Aber hast du gerade Water Magic geschafft? Wenn man kurz fahren kann? Nein, bei mir wird ja die Welt nicht geladen. Ich hab nicht mehr gesehen, wo ich ankomme. Ja, aber ich hab Totem gemacht. Tobi, was ist das für eine Rüstung da unten? Warum sieht die so komisch aus? Das muss ich euch gar nicht sagen. Hä, sag ich? Auch deine Base ist nicht sicher. Was? Warte, wessen Base denn? Ich hab alles gehört, was ihr gesagt habt. Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's euch gesagt. Also, Tobi, wir wollten nur schauen, was passiert. Wir haben extra... Ach, und deshalb habt ihr was mitgenommen? Wir wollten dir das wieder bringen. Okay, was, Tobi? Hier, guck mal hier. Hier. Und den Rest hast du jetzt auch ihm gedroppt, oder was? Oder hast du da noch was? Ja, das war der unfaire Block. Der wird alles abgenommen.
Er hat mir Bedrock schon weggenommen, ja. Warum hat er dieses Item dir nicht weggenommen gehabt? Stimmt. Hat das eine Begründung? War das wieder ein Test? War das wieder einer deiner Rätsel? Ob ich zurückgebe. Mit den Tests kennst du dich ja schon aus, Sio. Ja. Eigentlich solltest du ein Vorbild für die anderen sein. Ich? Ein Vorbild? Ich war doch gerade ein Vorbild. Ich habe da nichts rausgenommen. Ich habe wirklich nichts angefasst. Du bist alles andere als ein Vorbild. Was? Akneta, wie redest du mit meinem Bizeps, Bruder, Junge? Bleib Tobi, mal ruhig. Ich hab dich respektiert und so redest du mit mir. Warum? Nein. Nicht damit. Oh mein Gott. Ey, Flo, hast du es noch? Ich hab extra nicht nichts rausgenommen und du redest so über mich. Und ich dachte, du wärst sympathisch. Mit dabei. Und auch das Buch habt ihr schon gesehen. Vielleicht solltet ihr euch darüber mal Gedanken machen. Hat jemand von euch das Buch wenigstens mitgenommen? Das Buch ist unten. Okay, ich glaube, der nächste Play ist nicht, dass wir nochmal hingehen. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so optimal. Ah, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, die Zuschauer würden schon gerne wissen, was das für eine schwarze Rüstung war, oder? Ja, safe. aber guck mal. Denk mal ans große Bild jetzt hier. Ich denke, wenn wir jetzt die klauen, was bringt uns denn das? Dann kriegen wir vielleicht kranke Effekte oder sowas. Vielleicht haben wir irgendwie einen Vorteil. Ja, aber tritt an. Denk mal ein bisschen größer. Dann gewinnen wir vielleicht die Schlacht, aber wir verlieren den Krieg. Das hast du jetzt gesagt. Hier Poet, oder was? Also, ich glaube, das bringt uns nichts, wenn wir hier kurzzeitig irgendwie was schaffen, was klauen an Items. Wir haben es mit jemandem zu tun, der kann alles auf Knopfdruck erschaffen. Also, das. Und er ist ja mehr oder weniger der, den wir besiegen wollen. Ja, da hast du recht. Das Buch sagt dir, wir sollen die Uneinigkeiten stoppen zwischen Alpha Clan und uns. Und wenn wir was klauen, machen wir das Gegenteil. Ja, falls er Alpha Clan überhaupt meint. Vielleicht meint er wirklich uns, also nur die Bizeps-Brüder. Aber ja, wissen wir halt nicht. Egal, was gerade passiert ist, Jungs, mein Kopf ist komplett voll. Also das war wirklich zu viel. Also das war wirklich ein Abenteuer, was ich lange nicht mehr so erlebt habe. Ich kann nicht mehr. Hey Leute, ich muss jetzt schlafen gehen. Lasst mir für diese XXL-Folge einen Like da. Jungs, das war wirklich viel zu viel. Macht's gut, ich muss jetzt erstmal mit der Community kurz reden. Leute, was war das? Das war geisteskrank. Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst einen saftigen Like da. Schreibt unten unbedingt in die Kommentare, sollen wir da nochmal reingehen? Sollen wir uns wirklich nochmal trauen, da hinzugehen? Vielleicht mit anderen YouTubern, vielleicht sogar OG-YouTuber, wie ich gerade hier sehe, wenn ich wieder bei den Wasserkriegern angekommen. Und dann geht man mit den OGs nochmal da rein. Wollt ihr das sehen? Lasst einen fetten Like da, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. War zu spannend. Ciao, ciao.